Europa trotz der Krisen ein Leuchtturm für die Welt in Sachen Greenwashing? Wir decken auf. Unternehmen, welche ihre Dienstleistungen oder Produkte als nachhaltig anpreisen, obwohl dies nicht der Wahrheit entspricht, betreiben Greenwashing. Was wird auf der Ebene der Europäischen Union dagegen unternommen und welche Erfolge konnten erzielt werden? Dazu fragen wir den Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für die Angelegenheiten der EU, Markus Tönz. Als erfolgreich kann man betrachten, dass die EU jährlich ein Screening macht, wo Greenwashing innerhalb der Europäischen Union stattfindet. Also wo Produkte fälschlicherweise als grüne Produkte beworben werden oder als solche verdeckt beworben werden. Wo Sponsoring stattfindet, was nicht erlaubt ist etc. Und da werden dann auch deutliche Strafen erhoben, wenn dagegen verstoßen wird. Also wenn es eindeutig ist. Das wird abgemahnt und kann auch mit hohen Geldstrafen versehen werden. Sehen Sie es als problematisch an, dass es an Konsumententransparenz mangelt? Wenn ich auf eine Verpackung gucke und da möchte ich doch wissen als Verbraucher, haben die sich an die Regeln gehalten? Haben sie sich nicht an die Regeln gehalten? Also dann ist es kein grünes Produkt, das darf im Moment ja noch verkauft werden, aber es ist so, man sollte die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht hinter die Fichte führen. Also das ist der Fehler an der Stelle, ja. Glauben Sie, dass die EU in Sachen Kernkraft inkonsistent handelt? Was die Atomkraft betrifft, ist ja jetzt in der Taxonomie jetzt gerade Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres vorgeschlagen worden von der Kommission, geht es darum, dass man Atomkraft nachhaltig einstuft. Aber wir haben trotzdem ein Nachhaltigkeitsproblem. Wir haben keine Endlager und wir haben ein enormes Risiko, was die Produktion dieser Energie betrifft. Welche Lösungsstrategien beugen Greenwashing auch in Zukunft vor? Also zunächst mal brauchen wir, glaube ich, ein Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene. In einzelnen Staaten der Europäischen Union gibt es das, aber das reicht mir nicht. Ich möchte das eigentlich, dass es europaweit gilt. Dass es also von Ungarn bis Dänemark und von Irland bis Italien eine Bedeutung hat. Und glaube, dann wird man auch schon deutlich sehen, wohin die Reise gehen kann. Dann wird es nämlich darum gehen, zu kontrollieren, welche Produkte wir denn importieren und wie sie produziert sind. Was wir dann darüber hinaus brauchen, ist, glaube ich, wir müssen wegkommen von diesem einmal im Jahr, dem Screening, sondern wir müssen diese Produkte und auch die Wettbewerbsdarstellung der Produkte europaweit häufiger kontrollieren. Das heißt, dazu brauchen wir auch eine Behörde. Aber ich glaube, dass es richtig ist, gerade in dem Fall, Unternehmen sehr genau auf die Finger zu schauen. Es existieren jedoch auch kleinere lokale Unternehmen mit nachhaltigen Konzepten, welche sich auf andere europäische Städte übertragen lassen und somit als Leuchtturm fungieren. Hallo, mein Name ist Martin Feldmann, ich bin der Gründer von Sterntor. Die Kunden, die mit uns zusammenarbeiten, sowohl die Einzelhändler als auch die Endkunden, die bei uns bestellen, wissen im Prinzip um die Qualität der Produkte, die sie hier bekommen und auch um den Service, die sie durch Sterntor bekommen. Die Vision hinter Sterntor oder generell hinter Lieferdiensten unserer Art ist die, dass wir letzten Endes die zahlreichen dieselbetriebenen Lieferdienste aus der Stadt vertreiben und mehr das über Nachhaltigkeit und über Fahrradlogistik übernehmen und auf diese Weise, glaube ich, für alle die Lebensqualität hier in den Innenstädten steigt. Wir haben Möglichkeiten und jeder sollte diese Beteiligungsmöglichkeiten der Europäischen Union ganz leicht zu finden auf den Homepages. Man muss einfach nur sagen, Greenwashing, verschärfen, reingucken und da gibt es immer wieder auch Möglichkeiten, das zu tun. Kümmert euch darum, dass hier Nachhaltigkeitsziele deutlich stärker in den Fokus genommen werden. Und ich glaube, da hat man ein offenes Ohr.